Was geht, Freunde der Karten? Willkommen zurück in meinem Kanal zu Marvel Snap und wieder mit einem völlig behämmerten Card Balance Update. Denn wie ihr seht, hier sind einige Karten bei, wo ich mich echt frage bei der Veränderung, wer hat denen ins Hirn geschissen? Also fangen wir mal an mit Alive. Alive hatte ja vorher den Effekt Destroy all cards unrevealed. Also alle verdeckten Karten des Gegners, also ihr müsstet immer Prio haben. Jetzt hat er zwar 8 Power, aber er zerstört die Karten nicht mehr, er nimmt nur noch den Effekttext weg. Und jetzt frage ich mich, wo ich vorher, unabhängig von Effekten oder sonst was, halt safe da was gewonnen hätte, habe ich dann jetzt nur noch den Effekttext weg. Das heißt, wenn der Gegner irgendeine dicke Karte hinlegt, nützt er mir rein gar nichts mehr. Also halten wir fest, Alive, glaube ich nicht, dass der jemals wieder gespielt wird, solange der so einen beschissenen Effekt hat. Dann haben wir hier Sabu. Und wir wissen, Sabu ist eine extrem wichtige Schlüsselkarte in einigen relativ günstigen Tier 2 Decks auch, oder auch manchmal in Tier 1 Decks. Sein Effekt von fortlaufend 4 Kostkarten kosten ein weniger zu On Reveal until the end of the next turn, also bis zum nächsten Zug, kosten die 4 Kostenkarten ein weniger. Digga, wer hat den in ihr Hirn geschissen? Also Sabu wird jetzt auch nie wieder jemanden spielen, weil ich sag mal so, wenn ich jetzt nicht gerade eine Karte habe, also irgendwie ein Zweier noch für mein Deck brauche und halt irgendwie da ein paar Dreier, ein paar Vierer noch drin habe, so, warum sollte ich den jetzt noch spielen? Vorher konnte ich Sabu hinlegen und egal wann ich den Vierer gezogen habe, er war günstiger. Jetzt muss ich Sabu dann hinlegen, wenn ich den Vierer in der nächsten Runde hinlegen will. Was ist das denn bitte für ein Bullshit? Das wird doch keiner mehr spielen. Der einzige Vorteil ist, man kann den jetzt auf Wakanda oder auf, was weiß ich, einen Wong legen und sein Effekt wird verdoppelt. Das ist das einzig Gute. So, ansonsten, den wird keiner mehr spielen. Das ist so ein Bullshit, was die hier gerade machen. Wir lesen uns auch gleich nochmal die Erklärung durch. Der nächste Bullshit geht weiter mit Sandman. Er hat auch vorher einen Ongoing-Effekt gehabt. Solange er liegt, kann jeder Spieler nur eine Karte spielen. Und meistens ist er maximal frühestens in Runde 4 gekommen durch Wave oder sonst was. Jetzt hat er einen On-Reveal-Effekt, der das gleiche sagt, dafür hat er 3 Power mehr. Aber Digga, den wird doch jetzt auch keiner mehr spielen. Also die einzige logische Situation, die ich mir vorstellen kann, ist, wenn du ein Deck spielst, wo halt quasi alles aufgebaut ist, du brauchst so deine Finisher-Trumpfkarte und willst das andere Deck davon abhalten, möglichst viele Karten zu spielen. Das ist das Einzige, wo ich einen Sinn dahinter sehe. Also den stufe ich nicht ganz so heftig ein wie die anderen beiden, aber trotzdem ist es dämlich. Also weiß ich nicht, was das soll. Warum nehmen die ganzen Ongoing-Effekte weg? Dann haben wir Lady Deathstrike und Lady Deathstrike hat ja vor kurzem so ein bisschen ihren Frühling gehabt mit Shuri zusammen, dass dann halt daraus was entstanden ist. Jetzt hat sie den Effekt Destroy each card here with 3 or less power. Und jetzt wieder meine Frage, was soll das bringen? Also der einzige Punkt, wo ich mir vorstellen könnte, dass das was bringt, ist bei, wie heißt der nochmal? Das Ding, was sich da verdreifacht. Ich weiß nicht mehr, wie das Vieh heißt. Auf jeden Fall, da könnte ich mir vorstellen, wobei Runde 5 vielleicht auch schon zu spät sein könnte, weil wenn dann da ein Patriot liegt, ist auch schon vorbei. Vielleicht täusche ich mich bei ihr auch. Könnte sein, dass sie vielleicht ihren Anwendungsbereich findet. Aber da würde ich eher sagen, wäre es sinniger gewesen zu sagen, mit 3 Kosten oder weniger. Weil damit könnten schon einige Karten mehr getroffen werden, vielleicht auch wichtige Karten. Und dann wäre sie sogar relativ gut. Aber so finde ich die, ja, weiß ich nicht, kann ich schwer einordnen, ehrlich gesagt. Weil mit 3 Kosten oder weniger hätte man auch gegen Bounce und sowas spielen können, hätte man alle Karten weghauen können. Damit wäre sie sogar richtig, richtig gut gewesen. So finde ich die, weiß ich nicht. Schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Die einzige Verbesserung, die ich hier sehe, ist bei Strong Guy.
Strong Guy hat ja immer den Ongoing-Effekt. Wenn man keine Handkarten hat, hat er plus 6. Das heißt, für 3 Power hat er dann 9, was sehr stark ist. Jetzt hat er den Effekt, dass nur noch eine Karte oder weniger auf der Hand sein muss. Das heißt, selbst wenn ihr noch eine Karte habt, wie zum Beispiel Apocalypse, der meistens noch auf der Hand bleibt, um ihn am Ende mit Dracula abzuwerfen, kann sein Effekt triggern. Das ist sogar eine logische und kluge Verbesserung. Ist für mich das einzige Highlight an diesem Patch, weil alles andere finde ich absolut Bullshit. Gucken wir mal, was die hier dazu sagen. Seit seiner Veröffentlichung ist Alive eine wichtige, aber polarisierende Karte im Snap-Metagame. Er war äußerst effektiv in Runde 6 für mehr Spannung zu sorgen. Aber der Effekt im Spiel kann auch sehr frustrierend sein. Ja, liebe Snap-Entwickler, das habt ihr bei einigen Karten in eurem Spiel. Nerft ihr die deswegen alle? Nein, also was soll das dann? Der vollständige Verlust ihrer Karten, ohne dass Fragen gestellt werden, ist sehr wirkungsvoll. Da wir uns dessen bewusst sind, haben wir bei der Überwachung von Alive auch darüber nachgedacht, wie wir die Karte auf andere Weise implementieren können. Das Turn-6-Meter-Spiel mittlerweile einigermaßen geregelt ist, schien es an der Zeit zu sein, die violette Wolke mit neuen Effekten. Also unser Ziel ist es, eine ähnliche Rolle beizubehalten, aber sinnvolles Gegenspiel zu diesem Effekt einzuführen. Nein, sehe ich absolut nicht so. Also die sagen, wir gehen davon aus, dass der größte Unterschied darin bestehen wird, dass Dinge wie Magneto nun in der Lage sind, Alive oder so zu besiegen. Ja, wunderbar. Das war doch gerade das Krasse an dem, dass der halt einfach die Karten kaputt machen konnte. Das heißt, man musste vorher halt die Prio erzeugen, damit man dann safe einen Sieg rausholen konnte. Und das ist ja auch nicht immer so leicht gewesen. Aber wenn der Gegner jetzt einfach, also ich sag mal, gut, wenn jetzt der Blob oder so kommt, okay, dann kann der das annullieren, wenn er Prio hat. Das ist halt auch nochmal so ein Ding. Aber ansonsten, ich sehe keinen Anwendungsbereich mehr für den. Weil ich würde den jetzt maximal noch in so einem Deck sehen, also als Konterkarte gegen so ein Deck sehen, wie Surfer oder so, wo der Surfer am Ende nochmal Power geben muss oder Bounce oder sowas, da könnte man vielleicht mit dem was reißen. Aber da ist halt die Frage, gibt es da nicht einfach bessere Karten? Weiß ich nicht. So, dann zu Sabu. Wir sind uns bewusst, dass Sabu hier einen gewaltigen Rückschlag erleidet, aber hören Sie uns zu. Im letzten Jahr hat sich das Spiel verlagert und dreht sich immer mehr um Sabus Interaktion mit 4 Kostenkarten. Ja, oh Wunder, weil das genau sein Effekt ist. Und deren Kombination. Derzeit befindet sich Sabu wahrscheinlich auf einem Allzeittief, aber die Auswirkungen sind immer noch sehr real. Und 4 Kostenkarten, die keine starke Synergie mit Sabu haben, sind im Nachteil. Wir haben die Daten analysiert, um besser zu verstehen, was sich dadurch genau auf das Metaspiel ausgewirkt hat und was wir möglicherweise anpassen möchten. Aber Sabu trübt diese Maßnahmen wirklich. Deshalb haben wir beschlossen, hier etwas Ungewöhnliches zu tun und die Karte vorübergehend in ihren Zustand zu überarbeiten. Also es kann sein, dass es auch nochmal zurückkommt. Die Frage ist, weswegen haben die das jetzt gemacht? Also, was ist jetzt deren Plan? Wollen die, keine Ahnung, Devil Dinosaur und alle wieder auf 4 machen oder so? Keine Ahnung. Wir glauben nicht, dass White Queen plötzlich gut ist oder so. Wir erwarten, dass 4 Kost als Gruppe schwächer werden und Decks, die immer noch mit Karten wie Ravonna, Hope, Wave und so weiter schummeln können, ebenfalls stärker werden als 4 Kosten. Seien wir ehrlich, also wenn wir uns jetzt die Tierlisten angucken, die wir zuletzt hatten, nicht einer davon hat Sabu gehabt. Also, ich frage mich immer, was wollen die jetzt abschwächen? Wenn das jetzt so ein Tier 1 Deck wäre, was seit 3 Monaten oder so Tier 1 schon ist, ne? Dann würde ich ja das ja verstehen, aber als der sein Hoch hatte, wo halt Good Cards, Sabu oder Darkhawk oder sowas, da haben sie die Karte nicht geschwächt und jetzt, wo die eigentlich fast uninteressant ist, wo halt manche Decks versuchen, damit so ein bisschen was reißen zu können, da nerven die die? Also ich verstehe es einfach nicht. Wie Obsidian kann möglicherweise berücksichtigen wir dies ein wenig bei späteren OTAs, aber wir gehen davon aus,
dass wir später in diesem Jahr eine größere Anzahl wirkungsvollerer Änderungen vornehmen werden. Diese Änderung soll uns also wirklich dabei helfen, diese Arbeit zu überprüfen. Ja, da bin ich ja mal gespannt, was die für Änderungen machen wollen, was es rechtfertigt, eine solide Karte wie Sabu komplett scheiße zu machen. So, Sandman. Wie Mobius, Luke Cage, Professor X und Sandman die Art von Technologiekarte, mit der wir vorsichtig sein sollten. Wenn Sandman zu beliebt ist, ist Snap aufgrund der Dauerhaftigkeit des anhaltenden Effekts einfach ein weniger unterhaltsames Spiel. Deshalb haben wir Sandman bewusst darauf ausgerichtet, eher ein Nischenspiel zu sein. Die für dieses Gleichgewicht erforderliche geringe Kraft hat jedoch dazu geführt, dass Sandman oft zu schwach ist, um über das Spiel nachzudenken. Selbst ich verstehe wirklich nicht, warum die da nicht einfach eine andere Karte rausgebracht haben als Konter, die man zur Not immer wieder reinpacken kann, so wie halt Mobius auch, ne? Weil wann spielt man denn Luke Cage? Luke Cage spielt man, wenn halt zum Beispiel solche Decks wie wie heißt du nochmal? Ja, diese Toxic Decks halt zu viel werden. Dann spielt man Luke Cage. So, dann der Mobius, wann hat man den gespielt? Wenn zu viele Karten gespielt werden, die halt ihre Kosten reduzieren. Und Mobius gespielt als Konter. So, warum haben die nicht eine Karte gebracht, die halt sagt, okay, du kannst, also dein Gegner kann nicht die Anzahl der Karten reduzieren, die du in einem Zug spielen kannst oder sowas. Problem gelöst. Aber nein, stattdessen machen die den einfach scheiße. Die versuchen es hier mit einer anderen Taktik und wechseln zu einem temporären Effekt, der mehr Power bringen kann, weil er das Spiel nicht so sehr verzerrt wie eine Tech-Karte der Runde 5. Ich sehe das einfach als Quatsch. Also muss ich ehrlich gesagt sagen, ich sehe das als Quatsch. Also ich sehe das wirklich als Quatsch, weil klar, jetzt kann man sagen, okay, mit 7 Power, man kann in Runde 5 spielen, der Gegner kann in Runde 6 nicht mehr mehrere Karten spielen. Das wäre nochmal eine Option. Oder wo ich halt vielleicht noch einen Sinn hintersehen könnte, ist, wenn einer, sagen wir jetzt mal, Magic spielt, eine Runde 7 rausholt. Und oft haben wir ja diese Situation, dann wird eine Runde übersprungen. Der Gegner spielt 3 dicke Karten, weil er vielleicht 2-mal She-Hulk und so auf der Hand hat. So könnte man dann in Runde 6 halt den Sandman spielen. Er kann nur eine Karte danach spielen. Und man hat sogar noch eine relativ starke Karte dafür gespielt. Das wäre jetzt so die einzige Situation, wo ich sagen würde, yo, da macht das Sinn. So, Lady Deathstrike. Diese Änderung sieht Sandman ähnlich, unterscheidet sich jedoch von den Nuancen. Lady Deathstrike wurde um die Skalierung mit Power herum entwickelt, um den Spielern ein attraktives Spiel zu bieten. Aber das hat einfach nicht geklappt. Wenn Todesschlag gut ist, liegt das oft nur daran, dass der Basiseffekt nützlich ist. Und das kommt selten vor. Meistens ist die Karte einfach schwach und es ist eine Falle, in ihrer Verstärkung zu investieren. Wir haben uns entschieden, hier den Traum einzutauschen und mit dem Ziel, durchweg nützliche Karte zu schaffen. Sehe ich halt, wie gesagt, nicht so. Ich hätte gesagt, wenn man hier drauf schreibt, mit Kosten 3 oder weniger, dann würde es Sinn machen, weil damit könnte man so Bounce-Decks, Surfer-Decks und Cerebro-Decks und so weiter, wäre das eine richtige Tech-Karte, könnte man einen kompletten Standort allein erobern, weil man danach einfach die Karten wegknallt. Aber so, man bufft ja die ganze Zeit irgendwelche Karten. Da sehe ich halt nicht so den Nutzen drin, weil die nützlichen Karten werden hiermit einfach nicht gekillt. Der einzige logische Aspekt, den ich hier noch sehe, weil ich gerade sehe, das gilt nicht für den Gegner, sondern für alle Karten. Man könnte es in einem Destroy-Deck spielen. Weil du damit halt trotzdem noch dein Bucky Barnes, dein Wolverine, deine X21 und so weiter alles killen könntest. Da könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht Sinn macht. Aber den Gegner? Nee. Und dann kommt noch dazu, wir können hier auch wieder das gleiche Problem, halt Wolverine oder so, nur so lange killen, wie die weniger als 3 Power haben. Der Effekt ist einfach dumm. Also ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr damit vielleicht eine bessere Idee hättet, die mir jetzt nicht einfällt. Aber ich finde den Effekt einfach nur dumm jetzt. Ja, Strong Guy. Wir lockern die Beschränkung für den Powerbuff des starken Kerls. Letzten Zettel. Und hier steht auch nochmal die Sache mit Apocalypse. Dann haben wir hier noch 2 weitere Änderungen. Hier wurde das nur, glaube ich, angepasst mit dem Text.
Und bei Pixie geht, glaube ich, nochmal das jetzt so. Weil es war ja häufig auch so, so eine 6-Kosten-Karte hat auf einmal immer noch 6 Kosten gehabt. Das wird jetzt, glaube ich, nicht mehr passieren. So, ab jetzt wird halt wirklich jeder getauschte Kosten haben. Verstehe ich zumindest so. Durch diese Änderung wird deutlicher, welche Kosten verschoben werden. Ich habe es vorher auch verstanden, aber es muss ja irgendwie dann eine Änderung haben. Außerdem haben wir noch zahlreiche optische Updates. Da gehe ich jetzt aber nicht näher drauf ein. Also ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Update haltet. Aber ich sehe nur wirklich den Vorteil mit Strong Guy. Der Rest ist alles Bullshit. Also da sehe ich keinen effektiven Nutzen für den Spieler drin. Aber schreibt mir mal gerne in die Kommentare. Vielleicht irre ich mich auch. Von meiner Seite aus war's das. Ich danke wie immer fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao. What a game!